Wedel, Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte ist Jesus. Warum? Weil im Neuen Testament so viele tolle Geschichten stehen oder weil Sie sich für den Messias unter den Regisseuren halten? Nein, ich glaube, das ist eine der Gestalten, die größte Wirkung hatten in der Geschichte. Und er hat ein paar wunderbare Dinge gedacht und gesagt. Darunter zum Beispiel finde ich, was mich immer so beeindruckt hat, es gibt einen Satz, wo er sagt, ich gehe auf Geheiß des Geistes nach Jerusalem, auch wenn ich nicht weiß, was mir dort passieren wird. Das heißt, manchmal muss man auch Dinge tun und die Konsequenzen seines Handelns tragen, weil man es einfach für richtig findet und nicht, weil es opportun ist oder weil es irgendetwas bringt. Ganz tolle Sätze. Einer davon ist das. Sind Sie ein christlicher Mensch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin kein kirchlicher Christ. Aber ich sage immer, es gibt etwas, was das Herz wünscht, was der Verstand vielleicht nicht für möglich hält. Sie könnten ja noch Intendant der Passionsspiele in Oberammergau werden. Ja. Zum Beispiel wäre das nichts. Sie lieben Intendantenposten. Und Sie haben einen in Worms, also wo Sie die Nibelungenfestspiele Intendantenposten liebe ich nicht. Aufgebaut haben. Aber nein, ich liebe überhaupt keine Posten. Ich habe es auch eigentlich immer vermieden, in meinem Leben irgendwelche Funktionen auszuüben. Ich habe übrigens auch nie ein richtiges Büro jemals gehabt. Jetzt, selbst als Leiter der Nibelungenfestspiele und Leiter, finde ich passender, habe ich kein eigenes Büro. Weil das alleine die Vorstellung, so ein Büro eingeschlossen zu werden, ist was Furchtbares. Woody Allen hat ja mal gesagt, ich möchte keinem Club angehören, der Leute wie mich als Mitglied aufnimmt. Wunderbarer Satz. Ja. Sie sind ein berühmt-berüchtigter Choleriker. Ihre Wutausbrüche sind Legende. Erschrecken Sie manchmal vor sich selbst? Also es gibt Dinge, glaube ich, bei jedem Menschen, wo er nicht gerne Öffentlichkeit dabei hat, hinterher. Und wo er sagt, da habe ich mich nicht gut verhalten oder da bin ich über das Ziel hinausgeschossen. Das ist auch ein bisschen die Befriedigung einer Medienerwartung. Also ich kann Ihnen ein Beispiel erzählen vom ZDF. Die machten im ersten Jahr, als ich in Worms inszenierte, einen Bericht von den Proben. Und an diesem Tag, als sie da waren, fehlte gerade unser Siegfried. Der hatte an dem Tag eine Vorstellung in Berlin. Und ich habe natürlich eine Szene ausgesucht zum Proben, in der Siegfried kaum vorkommt. Der hatte 3, 4 Sätze. Und diese Sätze habe ich über die weite Entfernung, das war damals auf der Bühne, in den Saal reingerufen. Diese Sätze, geht weg da hinten, macht Platz, die kamen dann als Beleg dafür, wie ich die Schauspieler anschreie. Also das muss einfach sein. Es hat mir dann eine kluge Beraterin, als die Schauspieler und auch ich richtig wütend waren, die hat dann gesagt, wie viele Theaterinszenierungen in Deutschland gibt es im Jahr und über welche berichtet das Fernsehen so ausführlich. Also nehmt es hin, dass die nicht einen freundlichen, umgänglichen und höflichen Regisseur sehen wollen, sondern dass die eben so etwas wie ein feuerspeiendes Monster sehen wollen. Also Sie setzen Ihr Tyrannentum natürlich auch dramaturgisch ein. Sie wollen ja Stimmungen am Set herstellen oder beeinflussen. Das ist richtig. Und da kann doch so ein Mittel auch mal Also es würde geheiligt werden durch den Zweck, oder ja, nicht? Ja, es würde nichts nutzen, den Schauspieler niederzumachen oder in diesem Moment anzuschreien, ganz furchtbar. Weil der muss ja befreit werden, der muss ja sich trauen zu spielen, der muss seiner Fantasie freien Lauf lassen. Aber es gibt manchmal so eine Stimmung von so eine fröhliche Unbeschwertheit und die dann überhaupt nicht zur Szene passt. Mhm. Und dann habe ich es auch schon mal, aber ich glaube jeder Regisseur, schon mal benutzt, dass man einen Mitarbeiter über das angemessene Maß hinaus plötzlich etwas anfetzt
um plötzlich so eine Konzentration zu schaffen. Ich bin dann immer zu den Betreffenden anschließend hingegangen, und zwar nicht alleine, sondern auch vor allen. Und habe mich entschuldigt und habe gesagt, entschuldigt, ich habe das benutzt, um hier eine Stimmung zu erzeugen. Es wirkt dann trotzdem beim nächsten Mal wieder. Ja, im Grunde, seien Sie ehrlich, genießen Sie auch dieses Image vom gnadenlosen Schinder und Schleifer schon. Auch genießen, das gehört zu Ihrer Identität. Also ich fände es schöner, wenn ich der liebenswürdige Regisseur wäre, der das alles gar nicht braucht, um irgendwelche Leistungen zu bekommen. Das wäre mir natürlich angenehmer. Und ich will Ihnen sagen, wenn wirklich man mal ausflippt oder die Kontrolle verliert, dann hat es mit der eigenen Unzulänglichkeit in der Regel zu tun. Dass man sieht, irgendetwas stimmt an der Szene nicht. Irgendwas funktioniert nicht und man weiß nicht was. Früher habe ich dann wenn ich nicht das intellektuell begründen konnte, habe ich diesem Bauchgefühl nicht nachgegeben. Habe ich weitergemacht, weil ich wusste nicht, woran es liegt. Inzwischen weiß ich, dass das immer ein Fehler ist. Und dass man es dann später intellektuell sehr genau erklären kann. Aber dass dieses, was der Nietzsche den großen Verstand nennt, hier, und auch wenn es der Kleine da oben noch nicht begreifen kann oder erklären kann, dass man dem nachgeben muss. Und wenn dann noch die Wolke kommt und der Regen raufzieht und man weiß, man kann nicht mehr an diesem Drehort oder man hat morgen diese Schauspieler nicht mehr. Das ist ja auch das Tolle am Film, dass das alles passieren kann. Dann kann das aber auch schon mal an den Nerven zerren. Und man muss das auch aussprechen. Ich habe eine Szene erlebt im Schattenmann, wo zwei Schauspieler, Mario Adorf und Lauterbach waren das, Heiner Lauterbach, eine Szene spielten und es war schon sehr spät am Abend. Wir hatten lange gedreht, es war die 14. Stunde. Dann gucken auch schon alle ein bisschen auf die Uhr, weil auch die Kasse natürlich rasselt. Und die Szene funktionierte nicht. Und ich habe mich eine Dreiviertelstunde hingesetzt und diesen beiden Schauspielern erzählt, was jede Figur denkt, aber sich hütet auszusprechen, warum sie jetzt da steht und was der andere vielleicht erwartet und gerne hören würde, aber nicht hört. All das, was ein Romanschriftsteller hinschreiben darf. Er dachte bei sich, aber dann sagte er nur. Und er war wiederum enttäuscht, als der andere nur das sagte und reagierte aggressiv. Und nach einer Dreiviertelstunde haben wir die Szene gedreht und dann kamen selbst der Mann, der den Dolly fuhr, kam dann zu mir und sagte, Herr Will, es ist wie ein Wunder, es ist eine völlig andere Szene. Und das einzige Problem, was ich dann hatte, war, Adorf musste eine Zigarre rauchen und Lauterbach musste ihm Feuer reichen und die Zigarre zitterte ein bisschen und die Hand mit dem Feuer zitterte ein bisschen. Und ich habe gesagt, ihr müsst da darauf aufpassen, dass die Hand nicht so zittert. Und dann haben beide zu mir gesagt, wir haben jetzt so viel gesagt bekommen zur Szene. Wir können nie noch auf die Hände achten. Dann haben wir einen kleinen Schuss, nachdem die Szene gedreht war, noch gemacht, wie das Feuer reicht und die Zigarre angezündet wird, also ein Insert. Und da waren die Hände ganz ruhig. Und dann liebt man auch die Schauspieler und liebt diesen Prozess, weil die bewegen sich auf dem Hochseil. Aber sie kämpfen, weil sie ihre eigenen Unzulänglichkeiten kennen. Das sind innere und äußere Widerstände. Ja, wenn ich natürlich die kennen würde, würde ich ja keine Filme mehr machen. Um es mit Thomas Mann zu sagen, die Dinge versuchen zu zwingen, dass sie sich endlich glücklich fügen. Ja. Das ist im Grunde das, was sie machen. Das steht machen, in Buddenbrooks. Ja, genau. Ja. Gibt es sowas wie ein ordnendes Ganzes für Sie? Ja. Also man hofft, dass man der Thomas Mann sagt ja, wenn ich mich recht erinnere, dass diese Kraft in einem sein muss. Genau. Nicht? Und dass man das Glück zwingt oder dass man die Umstände zwingt, sich glücklich zu fügen. Und das ist etwas, von dem man nie genau weiß, ob man es hat oder noch hat. Was ein Choleriker hat, immer hat, ist diese ganz andere Seite, das Mimosenhafte, das Verwundbare. Lassen Sie deshalb Menschen nicht gerne in Ihre Nähe, nicht gerne nah an sich heran? Ja. Aus diesem Grund? Ja. Angst vor Verletzungen? Ja.
Was hat Sie am meisten verletzt in Ihrem Leben? Denn nur jemand, der Verletzungen kennt, hat ja Angst davor. Menschen, denen ich vertraut habe und die oder denen ich Freundschaft entgegengebracht habe und die, die mich dann hintergangen haben oder die sich nicht als Freunde herausgestellt haben. Aber auch andere Dinge natürlich. Der Tod meiner Eltern. Das hat zwei Wunden hinterlassen, die, glaube ich, nie ganz geheilt sind. Obwohl der Tod meines Vaters schon sehr lange her ist. Sie sind, aber Sie waren dabei beim Tod Ihres. Hier sind Ihre Eltern. Ja. Ich hatte ganz tolle Eltern. Meine Mutter hatte ihre Konzertpianistenkarriere aufgegeben, um sich um mich zu kümmern. Und war das auch mitten im Krieg, als ich kam. Und ich fand das immer ganz toll. Im Nachhinein habe ich das begriffen. Das, natürlich, als Kind ist man da egoistisch oder weiß nicht, dass man egoistisch ist. Und die war halt, das war so ein Gefühl, diese Eltern sind immer für einen da und in jeder Situation. Als ich mal einen Tadel bekam in der Schule, weil ich dauernd gähnte, hat mein Vater drunter geschrieben, gelesen und gelacht wieder. Und das fand ich alles wunderbar. Und dann ist er plötzlich neben mir umgefallen an einem Herzschlag. Und wir gingen in ein Lokal rein und gab einen kleinen Laut von sich, es war nichts, keine Vorwarnung. Seitdem weiß ich, dass der Tod zu jeder Sekunde kommen kann. Das ist für einen 15-Jährigen eine furchtbare Erfahrung. Eine furchtbare Erfahrung, aber es macht einen auch bewusster natürlich. Ich hab's nie vergessen. Man lebt dann bewusster. Weiß ich nicht, aber es macht auch lange Planungen so fragwürdig. Ich habe nie Karriere geplant oder mir überlegt, ob das jetzt gut für mich wäre. Ich habe das gemacht, was ich für richtig hielt. Der Bellheim fängt mit dem Satz an, ich hatte ein erfülltes Leben. Das schien mir, im Verlauf stellt sich dann raus, dass der Schwindel, dass er es noch nicht als erfüllt empfindet. Aber ich fand immer wichtig, dass man eigentlich zu jedem Zeitpunkt seines Lebens sagen kann, bis hierhin war es ein erfülltes Leben. Ich habe das gemacht, was mir Spaß gemacht hat und von dem ich dachte, es ist gut, wenn ich es mache. Denken Sie oft an den Tod? Das ist ein sehr wichtiger Begleiter des Lebens, ja. Klar. Angst vor Krankheiten? Ja. Sind Sie ein bisschen hypochondrisch veranlagt? Ja. Wenn Sie mir jetzt eine Krankheit nennen, habe ich sie morgen. Oder ich habe die Symptome, Gott sei Dank nicht die Krankheit. Ich weiß mal, ich bin ja in einem Herzheilbad aufgewachsen. In Bad Nauheim. Ja. Dadurch kenne ich auch sehr viele Herzspezialisten und einen, mit dem ich befreundet bin, der hat mir mal gesagt, also wenn man eine Enge in der Brust hat oder diese Schmerzen, und dann hörte er plötzlich auf und ich habe gesagt, na, erzählen Sie weiter. Und dann sagt er, nein, nein, sonst haben Sie das ja alles morgen. Und ich erzähle Ihnen die Symptome lieber nicht. Ich bin ein schrecklicher Hypochonder. Aber irgendwann wird man dann sagen, aber diesmal war er wirklich krank. Sie waren sehr krank als Kind. Ja. Sie haben so ziemlich alles gehabt, was man haben konnte. Auch wirklich schwere Krankheiten. Ja. Ne? Ich glaube, ich kam mit einer Lungenentzündung zur Welt. Dann hatte ich Scharlach, dann hatte ich Diphtherie, dann hatte ich Herzinnenhautentzündung, dann hatte ich eine Kinderlähmung, an deren Nachwirkung ich heute noch ein bisschen laboriere. Das kam später, ganz klein bisschen Hinke oder auch viel, je nach Wetter sozusagen. Das war dauernd. Ich hatte damals einen griechischen Kinderarzt. Ja, der auch in Nauheim, den hat es auch nach Nauheim verschlagen. Er ist übrigens 97 Jahre alt geworden. Und er hat mir erzählt, dass er auch ein sogenanntes Wegwerfkind war. So hat man das in Griechenland genannt, wenn Kinder immer sehr viel Krankheiten haben. Und dass diese Kinder aber auch sehr viel Widerstandskräfte entwickeln. Weil der Körper halt gelernt hat, sich gegen Krankheiten zu wehren. Und bisher, toi toi toi, ist das eingetreten. Und er ist ja auch,
Er war ja auch ein Wegwerfkind und ist 97 geworden. Also gar keine schlechte Perspektive. Haben Sie noch ungefähr 37 Jahre ja, vor sich. Genau. Und mindestens 37 Filme, hoffentlich. Ja. Das war so schlimm, als Sie Kind waren, dass Sie gar nicht auf die Grundschule gehen konnten. Ja. Sondern Sie haben das irgendwie übersprungen. Sie mussten ein Jahr... Da hatte ich Tuberkulose. Zur Erholung. Ja. Und Ihre Mutter ging mit Ihnen dorthin, in diese Heilstätte. Ja, und das ich glaube, war Sie hatten dann dort einen Lehrer. Ja, das war ein kleines Hotel im Taunus. Mhm. Und da sollte diese Tuberkulose ausgeheilt Gute werden. Gute Luft und so. Gute Luft. Ja. Und meine Mutter und dieser Volksschullehrer, der da an dem Ort war, die haben mir täglich Unterricht gegeben. Und das war dann so, ich war immer ein schlechter Schüler. Aber das war dann so erfolgreich, dass ich nach dem Jahr doch so viel wusste, wie die anderen, die 4 Jahre Grundschule gemacht hatten und gleich in die höhere Schule kam. Es hatte dann zum Beispiel den Nachteil, dass als meine Klasse zur Tanzstunde ging, dann waren die alle 14 und ich war 11. Und ich interessierte mich nicht für Mädchen. Und wir saßen immer, die Jungs saßen immer auf der einen Seite und die Mädchen auf der anderen Seite und meine Freunde stürmten immer los. Und ich bekam immer dieselbe ab, weil die blieb dann übrig. Ich will ihren Namen nicht nennen, aber die hatte den Spitznamen, weil sie Babel hieß, der Turmbau zu Babel. Und die bekam ich. Es hat sich auch geändert dann später, habe ich das mich auch interessiert. Mir so, ja. Sie waren auf jeden Fall, Sie haben sich früh an Sonderbedingungen gewöhnt. Ja, ich musste mich durchsetzen. Als Kind. Es war gar nicht. Sie waren Einzelkind, Sie waren sehr verwöhnt. Ihr Vater hat, glaube ich, die Schule sogar anstreichen lassen, weil er selber so deprimiert war, als er in dieses graue Ding gehen musste. Nee, ich war deprimiert. Und er hat sie dann, damit Sie ja nicht deprimiert sein würden, hat er Sie anstreichen lassen, kurzerhand. Ja. Also Dieter Wedel hatte immer Sonderbedingungen. Ich hatte Sonderbedingungen. Es gibt ein paar Mitarbeiter, die das meinem Vater heute noch übel nehmen, dass er mir das ermöglicht hat. Aber als er dann tot war, hatte sich die Welt dann schon sehr verändert. Ja. In der Schulzeit haben Sie schon Stücke geschrieben. Ja. Ist das richtig? Ja. Was war das Thema? Also beispielsweise war ich 15, da habe ich geschrieben Masada, der Kampf der Juden gegen die Römer. Und ich habe damals das Stück geschrieben, ich habe es inszeniert und ich habe sowohl Josephus, den Anführer der Juden, gespielt, wie auch Titus, den Anführer der Römer. Eine Doppelrolle. Das hatte ich auch so geschrieben, obwohl die sich begegnen, weil Masada bringen sich die Juden alle um. Josephus will den Gegner Titus zwingen, ihn zu kreuzigen, damit er einen Märtyrer schafft. Und der Titus, ein kluger Feldherr, sagt, nein, es ist genug Blut geflossen. Und da muss der Josephus den angefleht haben, bring mich um. Und dann hat er gesagt, nein. Und dann ist Josephus, musste fliehen, weil man dann auch sofort Verrat vermutete und floh nach Rom und kam unter in das Haus des Vaters von Titus, das war Vespasian und das war das Haus der Flavier. Und fortan nannte sich Josephus Flavius Josephus und schrieb zur eigenen Verteidigung eine der ersten großen historischen Werke, den jüdischen Krieg. Tolle Geschichte. Habe ein Drama draus gemacht. Und es war immer beim Schreiben der dramatische Text, der mich faszinierte. Immer mehr als die Erzählung. Aber Schreiben und Gefühle beim Schreiben zu artikulieren, auch Lebensgefühl zu artikulieren, war von vornherein ein Bedürfnis. Aber eher beim Schreiben als im Umgang, im direkten Umgang mit Menschen. Konnte ich das nie zeigen. Ich wollte ja Schauspieler werden damals und galt an der Schauspielschule als sehr begabt. Sie waren auf der Schauspielschule? Ich war auf der sogar. Schauspielschule während meines Studiums. Ich hatte damals in Bad Nauheim gab es einen Bildhauer, Knutzen hieß der, und der Vater war Theaterprofessor in Berlin.
Und der hat dieses Stück gesehen, was ich da gemacht hatte und auch anderes, was ich da am Kurtheater... Den Sie selber spielten? Ja, mit und meinen Freunden. Da machten damals, auch alle Freunde mit. Ja. Ne? Also ganz nah im Spielte mit, wie in Oberammergau. Und es wird noch kommen, ich sage es Ihnen. Sie werden der, Intendant von Oberammergau. Und der hat dann zu mir gesagt, komm und mach das Studium. Das hatte dann auch einen Vorteil, weil ich 17 war, als ich Abitur machte, musste ich nicht zum Militär. Ich hätte eh den Wehrdienst verweigert. Weil eine Waffe hätte ich nicht angefasst. Aber das kam gar nicht dazu, da war ich schon am Studieren. Und ich ging nebenher zur Schauspielschule. Und da hat mir dann ein Schauspiellehrer mal irgendwann gesagt, du bist kein Schauspieler, du bist ein Regisseur. Weil ich den anderen Schauspielern, also meinen Kollegen, konnte ich immer vorspielen, mach das doch mal so. Wenn ich gesehen habe, was der machte, dann konnte ich das vorspielen, auch den Mädchen. Und ich selber genierte mich dann. Also mit den Mitteln des anderen konnte ich das. Wenn ich selber plötzlich etwas über mich preisgeben sollte, konnte ich das nicht. Das ist, glaube ich, bis heute geblieben. Mhm. Woher kommt das? Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, eine innere Disposition. Ich mag auch, ich mag keine körperliche Nähe. Mhm. Wenn Menschen mich unterhaken, möchte ich am liebsten davonlaufen. Ich mache auch keine Öffentlichkeit. Damit muss man dann mit der Zeit, mit dem Beruf umgehen. Aber vielleicht ist es ein Grund, sich das Fernsehen gewählt zu haben als Regisseur. Weil im Fernsehen bleibt man als Regisseur in der Regel anonym. Ja, Sie nicht so sehr. Ja, das wusste ich nicht vorher. Und Sie haben aber Öffentlichkeit doch ganz gerne, glaube ich. Man sieht Sie einfach sehr oft in der Öffentlichkeit. Es lässt sich gar nicht umgehen. Also ich bin kein Ballbesucher oder Besucher von irgendwelchen Veranstaltungen. Auch bei diesen üblichen Preisverleihungen, das mache ich zweimal im Jahr. Und sonst nicht, weil zu viel Bänge ist mir einfach unbehaglich. Aber Sie wollen schon geliebt werden. Ja, natürlich. Und das spürt man ja bei solchen Gelegenheiten dann, die Bewunderung. Und Liebe. Verwunderung und Liebe. Da gibt es viele Leute, die wollen eine Rolle. Das ist, also ich glaube, wenn ich ankündigen würde, das war jetzt mein letzter Film, oder noch besser das ZDF oder die ARD würden es ankündigen, ich weiß nicht, wie viel Liebe mir da noch begegnen würde. Da bin ich relativ realistisch. Sie sind mit 29 zum Shootingstar des deutschen Fernsehens geworden. Nämlich mit der Reihe Einmal im Leben, die Geschichte der Semmelings. Das war die Geburtsstunde dieser Fernsehfamilie. Die Geschichte haben Sie ja dann später wieder aufgegriffen. Für die der Traum vom Eigenheim zum Albtraum wird. Das war eine Einschaltquote von 63%. Unglaublich heute. Ich meine, damals gab es, glaube ich, nur zwei Programme oder vielleicht gerade das dritte. Dritte gab es noch, ja. Ja, aber es gab damals, ich bin damals am NDR-Oberen begegnet, als der Film gerade gelaufen war. Und der dann zu mir sagte, das war ein sehr hübscher Film, ein bisschen arg populär. Damals galt ja das, was heute noch ein bisschen gilt. Es kann eigentlich nicht künstlerisch wertvoll sein, wenn es von einer breiten Masse von Zuschauern akzeptiert wird. Ich halte das für genauso dumm, wie als einziges Erfolgskriterium die Anzahl der Einschaltquote zu nehmen. Aber ich wollte immer Filme machen, die auch das Publikum erreichen und die das Publikum bewegen. Der Anlass, damals Einmal im Leben zu machen, war für mich, das war Anfang der 70er Jahre, die 68er bezeichneten den Kompromiss als liberale Scheiße. Kompromissfähigkeit war eine negative Eigenschaft. Hinzu kam, dass im Fernsehen, wenn Sie ein Ehepaar sahen, dann war das immer Strindberg. Das war immer die reine Hölle. Also wenn die zusammenblieben, dann nur aus lauter Bosheit. Und ich dachte damals, es gibt ja auch hin und wieder ein paar nette Menschen noch. Und die haben das große Glück, die haben die 6 im Lotto, die mögen sich auch. Und die bleiben ihr Leben lang zusammen. Und heute würde ich so eine Familie nicht mehr erfinden, weil heute ist ja nur noch Friede, Freude, Eierkuchen. Aber damals war das etwas gegen den Strom. Und ich wollte etwas zeigen, dass Kompromissfähigkeit eine Voraussetzung ist,
um miteinander zu leben. Das hat nichts mit Rückgratlosigkeit zu tun, aber dass sie eine Voraussetzung ist im gesellschaftlichen wie im privaten Leben. Mit diesen Handwerkern. Natürlich. Das hat keine große Rolle bei den Zuschauern gespielt. Die liebten einfach die Geschichte. Ja, nicht nur mit Handwerkern, auch in der Ehe. Ich meine, auch da, es geht um Kompromiss, um nichts anderes im Grunde. Das ist ihr neuer Film. Ja. Da geht es, und das passt in die heutige Zeit, Friede, Freude, Eierkuchen. Alles wird unter den Teppich gekehrt. Das ist eine Scheidungsgeschichte. Ja. Papa und Mama heißt die. Warum gerade jetzt sowas? Was interessiert Sie überhaupt an diesem Thema? Es war der Hans Jahnke, der Fernsehchef vom ZDF, der mich mal angesprochen hat, ob mich Scheidung nicht interessieren würde. Wohl wissend, dass dann, wenn ich sowas mache, auch käme, dass ausgerechnet ein Autor, der nie selbst verheiratet war, sich nun damit befasst. Aber ich habe dann auch gesagt, also alle die Krimi-Autoren haben ja auch noch nie einen Mord begangen und können trotzdem Krimi schreiben. Also ich habe angefangen zu recherchieren erstmal. Ich wusste noch nicht, ob ich das mache. Und weil ich ja auch ein besonders glückliches Elternhaus hatte, und ich habe dann auch erfahren, was da angerichtet wird, gerade bei den Kindern. Ich habe 30- und 35-Jährige gesprochen, deren Eltern sich 20 Jahre vorher getrennt hatten und die immer noch unter Beziehungskrisen litten und sich nicht zu einer Beziehung trauten. Und ich habe festgestellt, dass Beziehungen in der Regel nicht zerbrechen, weil es ein Fremdgehen gibt oder einen Seitensprung, sondern dass sie an der Sprachlosigkeit zerbrechen. Die Menschen reden einfach nicht. Dass sie einfach nicht miteinander reden. Also wissen nichts voneinander. Im Grunde glaube ich, das ist ein anderer Film als meine bisherigen Filme. Da gibt es weniger ein investigatives Element. Und Sie sind nicht bereit, daran zu arbeiten, glaube Nein, ich. Nein, sondern es ist einfach dieser unbedingte Anspruch auf Glück, und man will nichts dafür tun. Ja? Bloß keine Anstrengung. Das ist es auch. Bloß keine Schwierigkeit. Ja. Und vielleicht die Hürde ist jetzt zu niedrig, dass man wieder auseinandergeht. Man sieht keine Veranlassung mehr. Es gibt wirtschaftliche Absicherung für den sozial Schwächeren. Es gibt keine Veranlassung mehr zu kämpfen. Wir drehten das in Bonn, und ein Taxifahrer, der mich damals zum Drehort mal fuhr, erzählte mir, seine Eltern hätten gerade goldene Hochzeit und sowas gäbe es hier heute gar nicht mehr. Und die hätten auch ihre Schwierigkeiten gehabt und ihre Krisen. Aber es wäre nicht so leicht gewesen, auseinanderzugehen. Ja. Und deswegen wären sie vielleicht auch zusammengeblieben. Und heute wären sie sehr dankbar, dass sie zusammen wären. Und das versuche ich zu erzählen. Jede zweite Ehe, zumindest in Großstädten, wird geschieden heute. Ja? Und jede dritte in der Statistik. Warum haben Sie nie geheiratet? Aus Angst? Nein. Vielleicht jetzt nach den Recherchen. Rückwirkende Angst. Oder Egoismus? Ja, sicherlich. Das hatte vielleicht auch mit meiner Mama, also ohne dass ich jetzt irgendwelche Schuldzuweisungen geben will, aber über viele Jahre hatte es mit meiner Mutter zu tun. Ich war nach dem Tod meines Vaters so ein bisschen in die Position des Familienoberhauptes gerückt. Und ich ging zum Beispiel in Nauheim mit meiner Mama dann auch mal zum Tanztee in das Parkhotel, weil sie hatte ja niemanden. Ja. Sie tanzte gern und gut, und ich konnte es dann inzwischen, da ich mich ja nicht so sehr für die Mädchen bei der Tanzstunde interessiert hatte, hatte ich aber ganz gut die Schritte gelernt. Tanzte ich halt mit meiner Mutter. Und später fand sie viele Freundinnen ganz schön, weil das zeigte ja, dass ihr Sohn erfolgreich ist, aber es durfte keine zu lange bleiben. Das erinnert mich an Ödipus von Loriot so ein bisschen. Ja, gut, die weiteren Konsequenzen bei Ödipus gab es nicht. Sie wollten mal heiraten, glaube ich, als Sie ganz jung waren, nicht? Ja. Als ich nach Berlin kam, lernte ich eine Frau kennen, die älter war als ich. Und das empfand ich damals, oder ich glaube sie auch, das war dann eine sehr große Liebe, aber die wollte mich nicht.
der war ich einfach ein zu großes Risiko auch, ganz klar. Ich hätte sie geheiratet, wenn sie mich genommen hätte, aber das hat sie leider nicht. Aber sie wollte ein Kind von Ihnen. Ja. Das hat sie bekommen. Das hat sie gekriegt. Wie sechs andere Frauen oder fünf andere Frauen auch. Dazu sage ich nichts, weil ich habe das nie bestätigt und nie dementiert, weil ich finde, das hat mit meinem Beruf nichts zu tun. Und ich möchte all die Menschen, die auch in irgendeiner Beziehung mit mir waren, heraushalten. Eine meiner Freundinnen, die ein Kind von mir bekam, die hat das selber bekannt gemacht, das war Hannelore Elsner. Und jetzt lebe ich ja seit etwa 10 Jahren mit der Dominique zusammen. Und wir haben einen Sohn und der wächst auch bei mir zu Hause auf. Da erlebe ich das zum ersten Mal, sehr spät. Aber das ist eine tolle Erfahrung. Aber jetzt nach diesen Recherchen über Scheidungskinder und so, sind nicht Ihre 6 Kinder in einer ganz ähnlichen Situation, weil sie eben nur bei einem Elternteil aufwachsen? Hatten Sie jemals, auch als bekennender Workaholic, jemals genug Zeit, sich um diese Kinder zu kümmern? Ich weiß es nicht. Was ist das für ein Gefühl, wenn man darüber nachdenkt? Ja, darüber habe ich natürlich nachgedacht. Und gerade natürlich, als ich Papa und Mama geschrieben habe. Vielleicht ist deswegen, liegt das Gewicht auch auf der Perspektive der Kinder. Mein erstes Kind wuchs in einer bestehenden Ehe auf. Andere Frauen haben dann, die wollten mir nicht, die haben zwar ein Kind von mir genommen, aber haben jemand anderen geheiratet. Und es war nicht so, dass ich also nun als schnöder Verführer da rumgehen, den Frauen ein Kind antrete und dann einfach abhaute, sondern ich war nichts, ich hatte nichts, ich hatte einen sehr unsicheren Beruf und ich habe dann auch überwiegend das Gefühl gehabt, würde ich jetzt da noch hingehen, die haben einen Vater. Nicht der leibliche, aber die haben einen Vater. Das war auch bei Hannelore Elsner so, das hatte sie selber so entschieden. Und ich störe da nur. Einige der Kinder haben allerdings dann später den Kontakt zu mir gesucht. Und da bin ich auch in einem sehr engen und sehr schönen Kontakt. Haben die was geerbt von Ihnen? Also Wesenszüge geerbt. Überwiegend sehen sie mir auch noch ähnlich. Und da die Mütter alle sehr hübsch waren, ist es ein besonderes Pech. Aber das ist so mein kleiner Sohn, Benedikt, der sieht unglaublich seiner Mutter ähnlich, aber er sieht auch mir ähnlich. Also ich habe hier ein Foto gesehen, da denkt man, er ist da auf dem Foto. Das hier? Ja, ja, das ist er jetzt. Das ist völlig identisch. Wie ist das? Es ist so wahnsinnig viel geschrieben und geredet worden über diese Parallelbeziehung mit 2 Frauen. Und ich fand immer, irgendwie hat das auch mit Ehrlichkeit zu tun, weil enorm viele Männer haben einfach heimliche Affären. Ja. Und sie leben ganz offen mit diesen 2 Frauen. Hat es was damit zu tun? Also das hat einmal damit zu tun, dass die erste, die Uschi, jemand ist, auf dessen Gegenwart ich nie verzichten wollte. Der einfach ein Mensch, dem ich total und rundherum vertraute. Das ist erstmal etwas Wunderbares, wenn man so etwas findet. Und auch ein sehr toleranter Mensch, der mir alle Freiheiten gelassen hat. Und sie hat mal, das habe ich in einem Interview dann gelesen, da hat sie gesagt, naja, er ist mir, der halbe Wedel ist mir dann noch lieber als viele andere ganz. Mehr, ja. Und, aber oder man könnte auch sagen, ein Wedel ist zu viel für eine Frau. Oder sowas. Und sicherlich bin ich auch ein ganz anstrengender Mensch, höre ich jedenfalls immer. Ja, das meinte ich ja mit nicht. Dieser Bemerkung. Ja, ja. Eben, ja. Und Dominik ist auch eine unglaublich tolerante und liebenswerte und ruhige Frau, die auch ausgleichen. Und die beiden Frauen haben die Stärke und die Größe, und das ist mein Glück,
sich nicht nur zu akzeptieren und zu tolerieren, sondern sich sogar gegenseitig zu mögen. Mhm. Haben Sie aus der intensiven Beschäftigung mit Beziehungen für diesen Film Papa und Mama für sich selbst noch mal Konsequenzen gezogen in irgendeiner Art? Ja, ich habe manchmal, wenn ich vom Drehen nach Hause kam, und dann hörte, erzähl doch mal, wie der Tag war. Ich sagte, um Gottes Willen, also ich will nichts mehr hören, ich habe mich genug geärgert heute. Und jetzt ist Schluss. Im besten Fall hat man es schon vergessen, ja, und also verdrängt. Nur nicht, ne? Und, aber dann habe ich ja gemerkt, dass, und habe erfahren, dass das der Beginn sozusagen aller Krisen ist, ja, wenn man aufhört zu erzählen und sich mitzuteilen, und habe mich gezwungen, jetzt immer schön zu Hause zu erzählen. Und das ist auch ganz gut. Das ist auch eine Form, auch den Tag loszuwerden. Früher bin ich dann schweigend in die Sauna gestapft. Es ist viel besser zu reden. Und dann auch mal zu hören, dass der andere sagt, was hast dich denn so aufgeregt? Also, ne? Beide sagen mir auch mal, wenn ich mich, und sehr deutlich, wenn sie meinen, dass ich mich falsch verhalten habe. Und das ist auch was Wunderbares, wenn man das hat. Wenn man auch Menschen hat, die sehr ehrlich zu einem sind. Sie sind von dem Gefühl getrieben, apropos falsch verhalten, was dann natürlich mal passieren kann, alles selber machen zu müssen. Ich glaube, das ist, leiden Sie nicht manchmal darunter, unter alles diesem Kontrollzwang, dass Sie einfach wirklich bis zum letzten Schnitt im Schneideraum sitzen und jeden Regler bei der Tonmischung am liebsten noch selber hochziehen würden? Ja, nö, das halte ich für Ist das nicht was Zwanghaftes, unter dem man selber manchmal leidet? Nö. Sie also können nicht delegieren. Es sei denn, Sie müssen es unbedingt. Ja, wenn ich, das hat wie kommt das? Das ist ja wie ein, ich meine, Sie können im Grunde nicht loslassen. Wie eine Mutter, die, deren Kinder aus dem Haus gehen und sie ist einfach nur noch verzweifelt und verzehrt sich völlig. Sie werden ja auch immer erst im allerletzten Moment fertig mit ihren Filmen. Es gibt das Bonmot von Harald Schmidt: Der Tag werde kommen, an dem Dieter Wedel seine Filme live aus dem Schneideraum übertrage. Das finde ich so schön, weil das die Lage charakterisiert. Ja, das charakterisiert. Das hat was Zwanghaftes. Ja. Woher kommt auch, das? Ich bin auch hingegangen und habe, nachdem der Film schon gemischt war und die Kopie schon zum ZDF unterwegs war, bin ich hingegangen und habe in der Nacht noch mal dran herumgeschnitten. Mit der Katharin damals zusammen, so beim Schattenmann. Und wir haben 2 Minuten rausgeschnitten. Und ich weiß, die Firma damals, die den Film betreute, hat gesagt, das geht nicht mehr. Und dann haben die Mitarbeiter, es war auch noch Weihnachten, haben gesagt, nein, nein, komm, das machen wir. Wenn er das unbedingt will und wenn er dann glücklich ist, toll. Ne, haben die mir ermöglicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das hat... Es hat nichts, wirklich nichts damit zu tun. Ich denke, dann wäre es vielleicht erfolgreicher. Also ich möchte es so gut machen, wie ich irgend kann, weil ich denke, wie Sisyphos, das ist die einzige Sache, die dem Leben einen Sinn gibt in diesem gleichgültigen Universum. Ich halte auch nicht meine Filme für bedeutsam, aber für mich sind sie bedeutsam. Mhm. Warum machen Sie Filme? Weil das etwas Wunderbares ist. Das ist ja, ich glaube, Max Reinhardt oder Gustav Gründgens war es, die gesagt haben, Regisseure sind Menschen, die die Kindheit in die Tasche stecken und das Erwachsensein hinüberretten. Für mich ist so ein Film wie eine große elektrische Eisenbahn. Und ich darf alles bestimmen und versuche auch natürlich die Zügel und die Kontrolle in der Hand zu haben. Und ich darf mir eine Geschichte ausdenken und darf die dann vielen, vielen Menschen, auch nicht in einem Kino, sondern zu Hause, bei sich. Also ich komme zu denen nach Hause und darf denen eine Geschichte oder Geschichten erzählen und darf denen auch ein bisschen was vermitteln von dem, was mich an der Welt amüsiert oder ängstigt oder irritiert, wobei ich mir nie angemaßt habe, die Zuschauer zu belehren. Ich weiß nicht, wie man besser lebt. Das ist auch ein Problem bei Papa und Mama. Ich weiß natürlich keine Lösung. Ich kann nur das, was mich erschrickt oder auch amüsiert. Es gibt ja auch in so Scheidungsdramen, selbst da gibt es ja auch komische Momente. Das kann ich erzählen und das möchte ich erzählen. Also ich war mal in Marrakesch und habe die Märchenerzähler auf dem Jemaa el-Fna sitzen sehen.
Und da habe ich gedacht, na, wenn ich hier geboren wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch da sitzen. Und hätte auch einen Hut vor mir stehen und würde auch so erzählen, dass die Leute möglichst viel Geld in den Hut werfen. So ist der Hut ein bisschen größer. Also Sie wollen nicht verändern mit Ihren Geschichten. Das sind ja alles Geschichten aus der Gegenwart. Sie spießen ja wirklich aktuelle Dinge auf oder Dinge, die gerade aktuell werden, eigentlich immer ein bisschen vorher. Also wenn, bei den Semmelings war das so, beim Bellheim war das so. Beim Bellheim haben wir ja gesellschaftliche Entwicklung, wir, sage ich jetzt, der Sender hat es ja gemacht, vorweggenommen, die Politiker dann erst viele Jahre später begriffen haben. Dass nämlich das immer frühere in die Rente schicken, das Abschieben von alternden Menschen, dass es irgendwann in eine auch ökonomische Katastrophe landen muss. Aber ich glaube nicht, dass man etwas verändern kann. Ich will erst mal unterhalten. Wenn, dann ist es der Nebeneffekt. Ja, ich wollte. Und eigentlich geht es eben doch um die elektrische Eisenbahn. Kann es sein, dass Sie als Kind, weil Sie krank waren, vielleicht nicht viele Freunde haben konnten, ein Jahr im Taunus mit der Mutter und so, dass Sie jetzt das so ein bisschen nachholen, was Sie an Spielen damals versäumt haben? Ja, auch spielen konnte ich immer. Und ich habe immer mit mir gespielt. Und ich hatte nie sehr viele Freunde. Das ist nicht meine Wesensart. Ich habe Freunde gehabt und dachte, ich kriege noch sehr viele. Günter Strack zum Beispiel, den ich bei einmal im Leben kennenlernte. Es war ein sehr enger Freund. Und dann, wenn man älter wird, merkt man, es kommen gar nicht mehr so viele Freunde dazu. Es sterben dann ein paar. Und die fehlen auch. Und das sind dann so die Narben. Und die Löcher, die im Leben bleiben. Und manchmal gibt es ja auch Menschen, die weg sind, mit denen man dann trotzdem noch ein bisschen spricht. Kommt das vor? Das kommt vor. Mit wem zum Beispiel? Mit meiner Mutter zum Beispiel. Ich glaube, in den 14 Jahren, die sie tot ist, jeden zweiten Tag. Worüber reden Sie mit ihr? Das sage ich Ihnen nicht. Danke, dass Sie trotzdem anderes uns gesagt haben. Danke, dass Sie da waren.